B2.6. Zwei davon in den Graphen stellen nicht das Volumen der Pyramide ANBCDPN in Abhängigkeit von X dar. Geben Sie diese an und begründen Sie Ihre Entscheidung. So, jetzt muss man ein bisschen mit diesen Formeln und quadratischen Termen experimentieren. Also, welche dieser Graphen stimmen nicht? Einen kann man sofort ausschließen, nämlich Graph A. Warum? Hier sieht man ganz deutlich, dass das Maximum in diesem Graphen nicht über 120 hinausgeht. Aber wir haben ja gerade in der vorherigen Aufgabe berechnet, dass das Maximum unserer Pyramide ANBCDPN 129, irgendwas ist. Ja, also dieser Graph kann nicht stimmen. Schreiben wir gleich auf, Graph A. Maximum nicht größer als 120. So, den haben wir schon mal. Dann schreiben wir noch Kubikzentimeter. So, brauchen wir noch den zweiten Graphen. Ist es der B oder ist der C, der noch rausfällt? Dafür nehme ich jetzt nochmal die Volumenformel her von unserer Pyramide, von unserer allgemeinen. Die steht ja in der Aufgabe 2.4. Nämlich da heißt es ja, Vx ist gleich, das waren die minus 1,92x Quadrat plus 8,48x plus 120. So, aus den beiden Graphen kann man jetzt nicht rauslesen, ja, passt es mit den 129, ist einer drunter und einer drüber. Also brauchen wir noch eine zweite Eigenschaft und da gucken wir einfach nach, was passiert mit den Achsen. Wo treffen die sich bei den Achsen? Also der hier knapp bei 10, der hier auch, da unterscheiden sie sich nicht. Aber wenn man hierher guckt, der hier trifft bei 120 und der ist unter 120. Also müssen wir jetzt noch herausfinden, welcher dieser beiden Graphen passt zu dieser Aufgabe, zu unserem Vx mit minus 1,92x² plus 8,48x plus 120. Also müssen wir einen Termat noch berechnen. Vielleicht sieht man es ja schon sofort. Nämlich, wer sich hier jetzt ein bisschen mit quadratischen Termen auskennt, für x gleich 0 fallen ja diese beiden Terme weg und es bleibt 120 übrig. Also für x gleich 0, das wäre dieser Fall, haben wir einen Termat von 120. In diesem Graphe wäre der x gleich 0 unter 120. Das bedeutet also, unser Graph C ist ebenfalls falsch. Der da stimmt nicht. Wie schreiben wir es hier? Graph C für x gleich 0 ist der Funktionswert nicht 120 Kubikzentimeter. Jawohl, und damit haben wir es eigentlich beide begründet. Wir haben beide rausgeschmissen. Heißt ja, zwei der folgenden Graphen sind es nicht und geben die Begründung an für diese Entscheidung. Also müssen wir begründen, warum es die beiden nicht sind. Ja, und das haben wir hiermit getan. Also sind wir jetzt tatsächlich fertig.